Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Hi, ich hoffe, es geht euch allen wundervoll und ihr hattet ein zauberhaftes Wochenende. Falls nicht, hoffe ich, dass ihr in den nächsten 10, 15, 20 Minuten ein bisschen Spaß haben werdet. Und zwar habe ich mir ein ganz besonderes Video ausgedacht oder ein Thema überlegt. Denn ich weiß, dass viele von euch es gerne mögen, wenn ich nicht immer nur neue Produkte zeige und ich habe auch noch nichts Neues. To be honest, ich bin aber so ein bisschen durch meine Make-up-Sammlung gegangen und dachte mir, hey, was für Produkte hast du eigentlich, die es so leider nicht mehr zu kaufen gibt oder sehr schwierig zu kaufen gibt, die du aber unbedingt wieder zurückhaben möchtest? Und Aufhänger war tatsächlich ein Produkt und das ist der Catrice Long Lasting Brow Definer. Und das Ding ist, glaube ich, 2,5 Jahre alt gefühlt, 2 Jahre. Es funktioniert immer noch und ich hatte lange, lange Gespräche mit Catrice darüber und sie haben ihn tatsächlich auch wieder zurückgebracht. Der kommt jetzt im neuen Sortiment, dann soweit ich weiß auch ins Standardsortiment, also ein riesengroßer Erfolg. Und manchmal ist es so, dass wenn viele, viele Leute etwas wünschen und die Nachfrage von einem Produkt sehr, sehr groß ist, dass manchmal Produkte wiederkommen, so wie das hier. Oder wie von Rival Loves Me, dieser Bronzer. In dieser Box, der in 200 Limited Editions war und jetzt im Standardsortiment ist. Und ich dachte mir, hey, wir probieren es einfach mal und benutzen einfach mal ein paar Produkte, die ich sehr, sehr gerne mag. Ein Produkt finde ich leider nicht mehr und ich könnte heulen, literally heulen. Das ist die Blush-Palette von Essence aus der Fallback into Nature-Palette. Ich glaube, ich habe sie in den Keller gebracht. Ich weiß es nicht und ehrlich gesagt, ich habe auch kein Höschen an. Also doch, ich habe ein Höschen an, aber ne? Ich möchte jetzt nicht durchs Haus laufen. Okay, Freunde. Hi. Falls ihr hier neu seid, ich bin Maxim. Es ist sehr warm hier oben, auch wenn wir nur noch 14 Grad draußen haben. Es ist sehr warm. Hallo. Ich hoffe, es geht euch gut und wir fangen jetzt auch gleich an. Und zwar ist das erste Produkt von 183 Days. Das ist das Secret Ritual HD Face Fluid. Ihr wisst es, 183 Days gibt es so nicht mehr und ich heule, weil es kommt nichts mehr raus. Okay, es kommt doch noch was raus. Das ist wie so ein Primer, der riecht ganz, ganz zart. Und das ist so ein fantastisches Produkt gewesen. Und ich weiß, 183 Days ist ein sehr, sehr schwieriges Thema gewesen. Es lief halt einfach auch nicht so gut. Sonst wäre die Marke, glaube ich, auch nicht rausgegangen. Und jetzt ist da ja Judith Williams und Trended Up Sensitive. Seht ihr das? Ich stelle es mal kurz dunkler. Das hält dich und das löst sich schon. Was ist das denn? Ich glaube, ihr erinnert euch an das Drama. Dieses Produkt war aber so wundervoll, so toll, es ist so pflegend, es ist... Also, ich könnte fast wetten, ich müsste eigentlich mal einen Test machen, aber es bringt nichts, weil wir kriegen das Produkt nicht mehr. Charlotte Tilbury hat so ein Fluid rausgebracht, so ein Magic Secret Serum. Ich könnte schwören, dass das genau dasselbe ist. Also, von der Textur her, vom Finish her, die Haut fühlt sich so schön weich an, so gepflegt, so saftig, so... Ja, glowy, wenn ihr eine perfekte Haut habt, einfach ruf ins Gesicht und fertig. Lieber Make-up-Gott, please bring this one back. Genauso wie eine Foundation. Und ihr wisst, welche Foundation es ist. Es gibt keine Foundation, über die ich, glaube ich, jemals so viel geredet habe wie die Catrice. HD Liquid Radiance Foundation. Die beste Foundation auf der, für mich auf der ganzen Welt. Schönstes Finish. Hält super lange, so nach 5 Stunden, wenn so die Öle nochmal durchkommen und das Puder sich so auflöst. Oh, fantastisch. Sie haben jetzt die neue Foundation rausgebracht. Das Video verlinke ich euch einmal hier in dieser Ecke. Auch eine sehr, sehr gute Foundation. Sie ist aber eher so Richtung ölige Haut. Und ich möchte im Winter gerne dewy Make-up tragen. Im Sommer ist so eine matte Sache toll, weil da schwitzen wir uns eh in den Ast. Im Winter möchte ich aber glowen und ich möchte dieses Saftige, ich möchte so, ja, ich möchte frisch im Gesicht aussehen. Was ist los mit mir? Ich habe mir jeweils einen halben Pipettenstoß da auf meine Mischplatte gegeben und ich nehme wieder meinen Beauty-Schwamm. Entweder heute oder im Laufe der Woche sind die Schwämme auch woanders zu kaufen und dann sollten die Produkte auch in Österreich verfügbar sein. Also schaut unbedingt in die Infobox oder schaut bei Instagram vorbei, da kriegt ihr dann auf jeden Fall ein Update. Sollte die Woche da sein. Wir haben echt gekämpft und wir haben es geschafft für euch. Einen kleinen Pro-Tipp möchte ich euch an dieser Stelle auch noch geben mit dem Schwamm. Und zwar finde ich ihn fast noch schöner, wenn ich ihn abends nass gemacht habe und sauber gemacht habe und am nächsten Morgen er so ganz leicht feucht noch ist. Dann
habt ihr noch ein bisschen mehr Kontrolle und ihr könnt wirklich noch mehr Coverage mit aufbauen. Ihr könnt mir jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Produkte vermisst ihr in der Drogerie? Gibt es irgendein Produkt, was mal in einer Limited Edition war oder im Standardsortiment, was es jetzt nicht mehr gibt und wo ihr euch wünschen würdet, dass es das wieder schafft, zurück in die Theken zu kommen? Schreibt mir das gerne einmal in die Kommentare. Ich mache einmal ganz kurz ein bisschen Concealer drauf. Ich habe nämlich keinen, wo ich sage, den vermisse ich jetzt gerne, weil ich bin da sehr beschränkt, was Concealer angeht. Ich nehme jetzt hier von Milani meinen Concealer, einer meiner absoluten Lieblingsconcealer im Moment, und blende den dann hier so ein bisschen aus. Der hat eine schöne Farbe. Ich habe den in der Farbe 135 Medium Beige. Der ist nicht ganz so hell. Ich bin im Moment... Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es Schwachsinn, was ich euch erzähle, weil es wechselt sich eh jedes Mal mit jedem Produkt, weil wenn ich den weißesten Concealer benutze, sage ich trotzdem, er gefällt mir gut. Ich mag den Concealer gerne. Passiert einfach im Moment gerade so viel hier bei mir hinter den Kulissen und das ist so krass. Wir sind einfach schon 2021 Weihnachten in der Planung und das ist wow. It's a lot. Okay, Concealer ist schön, Base fantastisch. Ich würde sie jetzt gar nicht setten wollen, aber ich möchte sie setten, denn es gibt ein Produkt, wo ich nicht verstehe, warum das nicht durch die Decke gegangen ist. Also es war auch ein Online-Exclusive-Produkt, soweit ich weiß, und zwar ist es auch von Catrice. Das ist das HD Baking and Setting Loose Powder. Ich weiß noch, als ich bei denen vor Ort war, im Headquarter, da haben sie mir das gezeigt. Da war es noch in der Entwicklung und ich durfte das schon testen und ich habe es geliebt. Und ich habe nie verstanden, warum das nicht mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Das ist ein... Also das ist das feinste Puder, was ich jemals gesehen habe. Das ist so fein. Ich glaube, es kommt nicht so rüber. Gab es in so vielen Farben. Das ist unglaublich gewesen. Und damit sette ich meinen Concealer. Man braucht so wenig. Also hier, schaut mal, was ich an meinem Pinsel habe. Ich klopfe das ab, lade meinen Pinsel so ein bisschen auf und sette damit nur meinen Concealer. Das hat so einen krassen Blurring-Effekt gehabt. Ich schaue mal. Vielleicht gibt es manche Produkte noch online. Das ist ja oft so, dass... Zum Beispiel von Catrice, also da weiß ich es ganz explizit, dass es Produkte, die es nicht mehr in der Theke gibt, für eine Zeit auch noch im Lager online gibt. Also ich schaue, welche Produkte ich finde. Vielleicht habt ihr dann Glück und könnt da nochmal ein bisschen vorbeischauen. Sehr, sehr schönes Produkt. Ich habe das jetzt in der Farbe Cool Beige. Ist ein bisschen dunkel, finde ich persönlich, für das, was ich gerne mag. Aber das Finish ist einfach so fantastisch. Ihr braucht nur, schaut mal. Ihr braucht nur so einen leichten Touch von Puder. Ihr seid sofort gesettet, sofort smooth unter den Augen und überall. So sieht das Ganze wirklich schon super, super schön aus. Und ich glaube, der nächste Schritt, den könnt ihr euch denken, welcher das ist. Das ist ein Bronzer. Und liebes Hatice Schmidt Labs Team. Copy it and bring it up again. Love und Hatice Schmidt Bronzer. Ich weiß nicht, warum der so fantastisch ist. Ich glaube, es liegt einfach an der Farbe, dass der so universell perfekt ist. Und ich weiß, dass viele von euch den lieben. Und ich bin sehr, sehr traurig, dass es wirklich mein letzter ist. Aber ich bin offen für Neues und ich kann mir vorstellen, dass Hattie weiterarbeiten wird an neuen Produkten. Aber dieser Bronzer ist so wundervoll. Ich bin verliebt in diese Base. Es ist sehr schön glatt, sehr weich. Aber auch sehr matt. Und jetzt haben wir ein bisschen Blush-Highlighter. Und das ist die BH Chocolate Cherry Truffle Palette. Auch eine wunderschöne Blush-Palette. Ich glaube, sie gibt es online noch, aber nicht mehr im Laden. Oder sie kommt in den Laden. Ich weiß es nicht. Ich wollte sie zeigen, weil ich sie so gerne habe. Ich nehme die Farbe hier oben. Die hat einen ganz leichten Duft. Und das setze ich mir hier hin. Hat einen ganz leichten Schimmer. Und ihr wisst, ich liebe diesen Over-Blush-Look. Also dieses extreme blushy Face, am besten noch so ein monochrom Eyeshadow-Look dazu. Wow, so wunderschön, tolles Produkt. Bei BH Cosmetics generell mit dem Code MAXIM10 könnt ihr da auch immer so ein bisschen was sparen. Aber ein weiteres Produkt, was ich unbedingt benutzen möchte, ist von Essence. Das Bloom Baby Bloom Blushlighter Dingboom hier. Das ist wie so ein Highlighter. Aber auch wie so ein Blush. Also ganz, ganz spannend. Da gehe ich auch noch so ein bisschen rein und platziere mir das hier hin. Und dadurch kriege ich diesen Wet Blush Look. Das ist was ganz, ganz Tolles. Und ich hoffe, dass es irgendwann nochmal Trend wird. Vielleicht ansonsten, hi, wir machen den Trend. Blushlighter ist was Tolles. Vielleicht habe ich den Trend auch noch verpasst. Auf jeden Fall gibt es, je nachdem wie ihr euch dreht, so einen schönen... Ich finde, das ist so ein Natasha Denona Look. Die hat ja die gute, hat ja auch hier, wo ist es denn? Natasha!
Wo bist du? Dieses Ding hier, das ist dieser Highlighting Blush. Auch so ein tolles Produkt. Ich finde, die Farbe ist nur ein bisschen zu pinky. Aber schaut euch bitte diesen Effekt an. Das auf die Augen. Wow. Wow. Wir brauchen nicht dieses Pigment, sondern Soft Natural Queen. Was ist los mit mir? Ich bin, glaube ich, die wenigste Natural Queen auf dem ganzen Planeten. Aber ich glaube, ihr könnt mir so ein bisschen folgen. Dieses Healthy Looking Glow für den Alltag. Wenn ich abends wohin gehe, was ich nicht tue, aber wenn ich abends wohin gehen würde, boom, give it to me. Aber so für den Alltag, so healthy. Was ich ganz, ganz krass finde, ist bei Janine, der YouTube-Kanal bei Janine, ich setze euch den mal unten rein, ihre Base. So möchte ich den ganzen Tag aussehen. Morgens, mittags, abends, nachts, beim Bäcker, vorm Bäcker, vorm Date, nach dem Date, im Urlaub. So möchte ich die ganze Zeit aussehen. Das ist so fantastisch, ihre Base. Und das kommt so dem sehr nah. Das ist sehr, sehr glowige, dieses Haut. Ich war gerade beim Sport und habe getrunken und bin so ein bisschen verschwitzt und, ja, so, you know what I mean. Okay, kommen wir zu dem Produkt, was das Ganze hier initiiert hat. Das ist dieser Micro, ich weiß nicht, Brow Definer, Long Lasting Brow Definer. Den gibt es jetzt dann neu wieder in mehreren Farben. Und damit kann man sich so Härchen in die Braue malen. Das macht das Ganze dann so ein bisschen fluffiger. Der ist schon echt ausgenudelt hier. Deswegen sind die Haare bei mir jetzt auch ein bisschen dicker. In der Kamera macht es nichts, im Alltag ist es ein bisschen wild. Aber ich bin so froh, dass das jetzt wiederkommt, weil der ist jetzt wirklich fast vorbei hier. Und ihr könnt dann so eine richtige Bushy Brow machen. Okay, eine Lidschattenpalette war so ein bisschen schwierig. Eigentlich wollte ich auch die Hatice und Love Palette nehmen, aber dann irgendwie auch nicht. Und dann dachte ich mir so, was gibt's noch? Bei Lidschattenpaletten ist es immer so ein bisschen schwierig, weil in der Drogerie meistens, das ist so ein Zyklus und es kommen immer wieder ähnliche Produkte mit raus. Aber auch von Catrice hier. Catrice Lidschatten Game on top, on point, ist die Reach Up for the Sunrise Palette. Und vor allen Dingen hier dieser Topperton. Ey, oh, schaut euch das an. Das ist so ein Duochrome. Was ganz Besonderes für Catrice, finde ich. Und auch die Mattes sind wirklich, wirklich toll. Ich überlege jetzt, was ich schminke. Ich glaube, ich mache wirklich nur einen sehr, sehr soften Look heute. Ich mache hier einmal so ein bisschen das Creasing weg und gehe jetzt als erstes in die Farbe Reflection rein. Das ist so ein schönes, leichtes Rosa und das setze ich mir hier hin. Ich möchte den Frühling auf meinen Augen heute haben. Ist es nachvollziehbar bei dem Wetter? Ich weiß nicht, wie das Wetter bei euch ist. I'm dying. Aber eigentlich liebe ich es, weil es war mir jetzt wirklich ein bisschen zu warm. Also hier oben zumindest. Unten? No problem. Die Farbe ist fantastisch. Das ist so ein richtig schöner Aprikoton. Sehr zart, aber völlig ausreichend. Ich verdunkel das Ganze ganz, ganz leicht. Hier mit der Farbe Sunburst. Nur hier außen. Für so ein bisschen Tiefe. Wirklich nur minimal. Und gebe mir jetzt mit einem Finger. Ich swatch mal kurz. Ja, die Farbe Glow. Einfach direkt hier auf mein Lid. Ich liebe diese subtilen Farben. Dieses ganz zarte, frische. Ich mische mir noch so ein bisschen Sunset an den Übergang hier außen und gebe mir die Farbe gleich an den unteren Wimpernkranz. Wenn ihr mich fragen würdet, Maxim, was ist dein liebster Look? Augenentzündung. Rot um die Augen herum, vor allen Dingen am unteren Wimpernkranz. Augeninfektion ist Shaking, aber das ist sowas, es hat so ein bisschen was Artistisches. Ich liebe dieses andere, was nicht so Standard ist. Okay. Auf meine Lippen ebenfalls ein Produkt von Catrice. Überraschung. Hi, Catrice ist so eine Marke, die bringt immer die krassesten Sachen raus und dann nehmen sie mir sie wieder weg. Aber sie kommen manchmal wieder. Das sind die Dewyful Lips. Das ist ein Conditioning Lip Butter mit Shea Butter. Shea Butter? Weiß es nicht. Schaut euch das an. Natural. Das ist so ein Hauchfarbe. Gab es in ganz, ganz vielen Farben. Wie gesagt, ich schaue, ob es sie noch gibt. Vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht habe ich mich auch einfach gar nicht vorbereitet. Und so ein Gloss. Und das ist so wie so Pflege. So ein bisschen wie Labello vom Pflegegefühl auf den Lippen. Mega, mega schön. Und das, Freunde, ist einmal der fertige Look. Nur mit Produkten aus der Drogerie, die leider weg sind. Vielleicht wiederkommen.
Ich weiß noch nicht, wie das Video heißt, ihr werdet es schon gesehen haben. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich mit dem Video sagen wollte. Und ich hoffe, dass das ein oder andere Produkt es trotzdem schafft, wieder zurück zu uns in den Rossmann oder DM unseres Vertrauens und dann zu uns nach Hause zu kommen. Schreibt mir unbedingt eure Lieblingsprodukte, die es nicht mehr gibt, in die Kommentare. Ich danke euch, dass ihr hier wart. Wir sehen uns ganz bald wieder. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.